Hey ho, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, was jetzt sehr, sehr lange nicht mehr kam. Muss ich zugeben, das kam wirklich sehr, sehr lange nicht mehr. Ich frage mich gerade, was mit dem FPS da irgendwie los ist. Das ist ein bisschen gerade im Schwanken. Ich frage mich, warum. Ich habe wieder Zeus drin, das kann daran liegen. Zeus ist ja ein bisschen launischer als andere Shader-Packs. Die sind ja hier... Man merkt vielleicht, Moment, hier Shaders kann ich ja nochmal kurz das andere, was ich vorher zeigen da. Work in Progress hatte ich drin. Hatte ich das drin? Das wirkt sehr hell gerade. Hier sind die FPS wesentlich besser, merkt man vielleicht. Es rutscht hier quasi einfach von der Maus her. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das waren so Standardeffekte. Ich fand Zeus ehrlich wirklich immer noch besser. Welches ich genommen habe, war jetzt Zeus P... 3.1 oder 3.2? 3.1, 3.2. 3.1 wirkt ein bisschen neutraler. 3.2 wirkt ein bisschen von der Farbe herabgesetzter. Lass ich jetzt erstmal so, oder? War das eben so? Moment, 3.2, habe ich das genommen? Scheint so. Das hier wirkt von der Farbe halt, wie gesagt, ein bisschen herabgesetzter. Also, dass die Farbe ein bisschen natürlicher wirkt. Ich hoffe, es wirkt so flüssig gerade in der Aufnahme, wie es für mich flüssig wirkt. Das finde ich jedenfalls sehr schön, weil ich nehme jetzt gerade wegen Zeus nur noch in 50 FPS auf und nicht mehr in 60, weil mit Zeus klappen ja 60 nicht, leider. Weil Zeus doch sehr leistungshungrig ist, genau, und da sagt selbst das Lied das Ganze, das ist doch schön. Naja, es ging eigentlich weiter... An unseren Hafen unten. Moment, das muss ich mal hier vielleicht wieder ausblenden. Das hat ja gar nichts hier zu suchen. Da wollte ich ja anfangen, ein wenig zu bauen. Und zwar wunderbare, tolle, monumentale Schiffsdingens. Also quasi, ihr wisst schon, was ich meine. Hier so eine Kantine. Also sowas, so ein Pub. So, was es immer am Hafen gibt, wo die ganzen Seeleute sich treffen und da ihre Seemannsgeschichten erzählen. So, ein bisschen Erde kann ich auch wieder loswerden. Das Lied ist echt irgendwie ganz witzig, muss ich zugeben. Hatte ich ganz vergessen, dass ich das in der Playlist hatte, weil ich auch schon so lange nicht mehr gespielt habe. Es fühlt sich so komisch an mit so einer... mit so einem relativ großen Monitor. 27 Zoll ist eigentlich so ein Mittelding. In der Ego-Perspektive jetzt rum zu sein, weil ich in der letzten Zeit nur auf dem Laptop wirklich Ego-Perspektive gespielt habe. Ach ja, so ungewohnt das Ganze. Okay. Nun gut, hier habe ich so angefangen. Lass mich raten, ich hatte nicht mehr viel Holz am Ende übrig und hatte natürlich auch keine Schaufel mehr übrig, was ja wieder typisch ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr Zeus lieber mögt als das andere, dieses TMI Shader Pack. Ich fand das für ein Nicht-Zeus Pack eigentlich relativ cool. Das fand ich ehrlich ganz gut. Aber Zeus ist halt einfach noch, ich habe das noch ein bisschen angepasst, dass die Textur hier auf dem Wasser nicht so stark ist. Also, dass man die Textur eigentlich gar nicht sieht und das Wasser so ein bisschen dunkler ist. Habe ich noch ein paar Sachen angepasst, genauso wie ein paar Beleuchtungswerte, dass das die Farbe hat, die ich gerne möchte und die Intensität des Tages, die ich gerne möchte. Weil zum Beispiel Zeus 10.2 Ultra Preview 1 hieß das ja, war mir an Tagen tatsächlich ein wenig zu hell. Also ein bisschen zu überhell, also überhelligt, also ein bisschen zu überstrahlt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der genaue Fachbegriff im Foto- oder im Grafikbereich dafür ist. Ich würde einfach jetzt wirklich überstrahlt sagen, weil das für mich am plausibelsten klingt. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin kein Grafiker, ich bin auch kein Fotograf, ich bin auch kein Designer. Deswegen alles laienhafte Erzählereien, die ich hier von mir trage. Die Musik ist gerade alles sehr heroisch, ne? Als hätte ich irgendwie große Geschichten zu erzählen. Was ja ein bisschen auch stimmt. Es ist ja schon wieder länger her. Da muss ich natürlich viele Geschichten erzählen. Das ist gar keine Frage. Und was wunderbar ist, YouTube hat mittlerweile
die 4K at 60 FPS Stufe für alle freigeschaltet. Das heißt, wenn man ein Video in der Auflösung hochlädt, wird es auch tatsächlich in der Auflösung freigeschaltet. Und das finde ich knorke, weil das finde ich super, weil ich gerne in der Auflösung mit der Framerate hochlade, weil das sehr gute Ergebnisse jedenfalls für Minecraft bringt. Ich habe auch getestet mit Gothic. Also ich war so begeistert von dem Minecraft-Ergebnis, was dieser neue Encode da hatte, dass ich unbedingt Gothic noch ausprobieren wollte. Aber bei Gothic war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Es wird gerade wieder sehr dunkel, merke ich. Moment, oben links habe ich ganz vergessen, dass ich das aktiviert hatte. Soll ich das deaktivieren? Ich weiß nicht. Das zeigt uns quasi unsere genaue Koordinate und die Tageszeit an. Fand ich irgendwie ganz geckig. Ich weiß gar nicht, warum ich das anhab. Ich meine, ich hätte das ausgemacht. Naja. Ich gehe jetzt erstmal zurück ins Bettele. Mache da ein bisschen Haie-Bubu. Ach ja, ich hoffe, in der Aufnahme ist es so flüssig, wie es jetzt hier ist. Weil sonst wäre das wieder sehr blöde. Ach ja, ich habe das Smooth Lighting ja fast ausgemacht. Und schon wieder was Heroisches. Optifine Version is available. HD Ultra D3. Custom NPCs installed. Ja, das wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren, um der Stadt vielleicht auf andere Weise ein bisschen Leben zu geben und nicht nur mit diesen Minecraft-NPCs, also mit den Villagern. Da hing es jetzt gerade ein bisschen hinterher, weil ich tatsächlich doch, wie gesagt, ausprobieren wollte, ob man da ein paar schönen Dorfbewohner einbinden kann. Das fände ich nämlich irgendwie eine ganz nette Idee. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das so das ist, was ich machen will. Weil wenn man dann halt auf eine Modifikation angewiesen ist, ist das relativ blöd mit den Versionsupdates. Wenn die Mod zum Beispiel nicht mehr weiterentwickelt würde oder wenn ein Coder-Pack dafür noch nicht draußen ist, dann ist man immer an diese Version gebunden, in der Mod läuft. Also die Mod, Verzeihung an alle Grammatik-Affinen. Ich bin ja selber Grammatik-Affin, deswegen korrigiere ich mich natürlich sofort. Gar keine Frage. Muss sein. Sonst wäre böse. Und tatsächlich... was wollte ich sagen? Oh, ach ja. Uns wird auch angezeigt, wenn ein Tool fast keine Haltbarkeit mehr hat. Wie ihr da gerade seht. Ich wollte was sagen. Was wollte ich sagen, meine lieben Bundesbürger und Bundesbürgerinnen? Tatsächlich ist jetzt die Schaufel im Eimer. Ja, jetzt ist er meiner. Wollte mich schon wundern. Die hat länger gehalten, als sie hätte halten sollen. Ach ja, genau. Wenn man dann halt auf diese Mod angewiesen ist, ist das halt relativ stressig, wenn man dann mal auf eine andere Version updaten will. Und teilweise gibt es dann sogar Inkompatibilitäten zu gewissen Mods untereinander, was dann auch nochmal relativ nervig ist, weil angenommen, du willst dann quasi schön mit deiner Mod weiterspielen. Was ist das denn nochmal gleich? Morning Mood. Greek. Keine Ahnung. Das kenne ich auf jeden Fall. Es klingt wie für diese Jahreszeitenmusik da. Oder wie Schwansee? Nee, keine Ahnung. Irgendwie klingt das. Ich meine, das ist Moldau. Moldau, oder? Ich bin mir unsicher. Da steht halt nur Greek. Und ich weiß nicht, was das heißt. Morning Mood. Also Morgenstimmung steht da. Keine Ahnung. Ist halt aus der YouTube Audio Library. Also aus der YouTube Audio Bibliothek. Habe ich das gemopst. Ganz legal natürlich. Das darf man. Nur für die Leute, die jetzt denken, ich hätte da tatsächlich gemopst. Das mache ich natürlich nicht. Ich mopse nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Oder ich mopse nicht aus bösen Absichten. Sondern ich mopse, wenn nur, irgendwas zu machen. Irgendwas treu zu bleiben. Ich würde jetzt ganz gerne hier... Folgendes machen, dass sie jetzt ein bisschen asymmetrisch bauen, also dass die eine Seite anders ist als die andere, um es mal auf Normaldeutsch zu übersetzen. Ach ja, ich mag auch die Sonne wirklich bei Zeus sehr gerne. Das finde ich alles sehr schön. Das freut mich immer sehr, das so zu haben.
So, und zwar werde ich das wie folgt machen. Ich werde hier sehr viel abtragen. Und dann werde ich dahinter quasi noch so einen Biergarten. Hat man ja immer, ne? Im Sommer hat man noch immer an den Kneipen und so einen Biergarten. Und in der Taverne braucht man das auch. Deswegen hat man da hier hinten dann einen Biergarten. Das ist sehr wichtig. Hat man ja da zum Beispiel oben beim Café auch da hinten. Das muss hier natürlich auch sein. Das ist gar keine Frage. Ohne Biergarten wären wir nicht so weit, wie wir heute wären. Das müsst ihr alle eingestehen, meine Damen und Herren. Ha, ich wollte reimen. Und hab sogar gereimt. Wären Herren. Hahaha. Hahaha. Jetzt fühle ich mich glatt wie ein Schiller-Goethe. Oder wie ein Goethe-Schiller. Oder wie ein schillernder Goethe. Gibt es noch irgendein Wortspiel, was man mit Goethe machen kann? Ich glaube nicht. Und wenn, meine Wortspiele sind ja jetzt auch nicht so perfekt, muss ich offen gestehen, dass man da jetzt nicht unbedingt immer in Gelächter ausbricht, wenn ich mal wieder einen Witz herablasse, einen Witz von der Leine lasse, heißt es ja. Ich nehme mal hier eben noch den Dirt mit. Den kann ich sicher irgendwann mal gebrauchen. Nur ich weiß nicht wann. Okay, dann haben wir hier jetzt nämlich das so. Da würde ich ganz gerne noch, wie viel war das? Das waren 6. Das würde ich ganz gerne 2, 3, 4, 5. Nein, das wollte ich nicht. Ich brauche neues Holz. So, 6 tatsächlich. Ist jetzt hier irgendwie blöd, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, da muss ich dann einmal so nachhelfen. Und da muss ich dann eben wegmachen. Und ich, mein Commentary ist wieder sehr super. Da muss ich das und da muss ich das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sind das 6? Ja, tatsächlich. Ich zähle sicherheitshalber immer lieber nochmal nach. Einfach, falls ich es nicht richtig gemacht habe. Moment, das ist jetzt nicht so klug. Das fände ich besser, wenn das da dann abschließen würde. Das hat zwar keinen genauen Bezug zueinander, aber ich fände es irgendwie... Es lässt meiner Seele keine Ruhe, dass ich das da dann nicht abschließen kann. So, hier. Zack. Und dann hier. So, das sind dann 5. Das heißt, hier macht man den Ausgang oder macht man... Ich glaube, man macht hier den Ausgang. Hier hat man dann quasi die Schenke. Also quasi den Tavernenbereich. Da muss ich das mit dem Dach noch irgendwie eruieren, wie ich das am besten mache. Ist auch noch so die Sache. Was ich noch nicht so recht weiß. Hier muss ich auch auf jeden Fall irgendwie ein bisschen angleichen. Weil sonst wäre das ja auch blöde, wenn das hier einfach so eine riesige Mauer ist. Das will ja keiner haben. 25 nur noch. Nur noch 14. Nein, unsere Schaufel neigt sich dem Ende. So, hier muss aber noch weg. Ein bisschen. Und der Stein muss dann jetzt ersetzt werden durch etwaigen Dirt. Das ist nämlich wichtig. Weil sonst sieht das kacke aus. Muss ich zugeben. Naja, zack, 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 zack. Ich hoffe, ihr könnt euch in etwa vorstellen, was ich mir hier vorstelle gerade. Das Lied passt eigentlich gerade überhaupt nicht. Das ist so ein sadie sad Lied. Was gar nicht hier gerade in Los Actionos passt. So. Dann noch ein bisschen aufsammeln. Dann haben wir das hier. Das ist natürlich jetzt wieder sehr eng über den Kopf. Weswegen ich da dann ganz einfach noch gleich einen Trick 17 anwenden würde. Indem ich das Gebäude doch relativ groß mache. Das wäre so ein kleines Anliegen meinerseits. Indem das relativ hoch wird. So die Sache. Weil so ein kleines Teil hier nur, was so eine Etage, also nur Erdgeschoss hoch ist, finde ich nicht so schön. Ich mag es lieber pompöser, so ein bisschen. Deswegen möchte ich jetzt Dingens wie folgt machen. Das Lied ist schön. Ist das wieder von Papa Fiat? Ja, wusste ich doch. Das hört man raus, wenn Lieder von dem sind. So, 1, 2, 3. Und zwar machen wir das jetzt hier so, dass wir da wieder so ein bisschen nach draußen ziehen. Das finde ich nämlich immer ganz cool. Ich weiß halt hier noch nicht. Das würde vielleicht vom Biergarten sehr viel wegnehmen. Sehr viel Platz. Ich muss es mal ausprobieren. Dann werde ich hinterher entscheiden.
Ich weiß nicht, ob ihr auch entscheiden wollt, ob man da so zack, 2, 3, 2, 3. Und dann hier mit dem Abgrund weiß ich halt immer noch nicht so recht, was ich machen will. Ich weiß, habe ich auch irgendwelche Kommentare dazu gekriegt? Ich glaube nicht. Deswegen kann ich da auch nicht sagen, was eure Meinung dem diesbezüglich ist, was ihr da am liebsten hättet. Das heißt, da muss ich frei nach meinem Ermessen etwas entscheiden, was ich ja eigentlich häufiger mal tue, weil es in irgendeiner gewissen Weise auch noch die Welt, ich baue ja hier an dieser Welt. Und auch wenn es natürlich unsere Welt ist, die ich ja irgendwann auch nochmal plane, dann zum Download bereitzustellen, wenn es irgendjemand überhaupt interessiert, sie zu downloaden. Ist ja auch so die Sache. Und dann hat man halt eine nette Minecraft-Welt, in der wir jetzt schon 313 Folgen gebaut haben. Das ist echt schon ein ganzes Weilchen. Das darf man nicht unterschätzen. So, ich muss mal eben was futtern, was schnabulieren. Hier muss nochmal Cobblestone hin. Den werde ich da glatt mal rausholen. Zack. Da muss ich mich auch noch um die Boote kümmern, ne? Also dann haben wir hier halt so ein majestätisches... Keine Ahnung. Wie heißt der? Komparativ von majestätisch. Majestätischeres. So, vielleicht. Anwesen. Das wirkt jetzt halt nur sehr seltsam, weil das da dann 3 hoch direkt ist. Und da unten wirkt es halt nur 2 hoch. Das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber ich werde mir erstmal angucken, wie das aussieht. Und wenn das überhaupt nicht aussieht, dann werde ich einfach schnurstracks was ändern. So einfach ist das. Dafür sind wir ja hier in Minecraft und nicht in irgendwelchen Spielen, wo man nichts abändern kann. Wo alles für immer ist. Wie im Leben. Dum, 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 dum. So, okay. Genau, dort wollte ich loswerden. Unsere Kiste ist schon wieder sehr voll. Das gefällt mir, um ehrlich zu sein, nicht so ganz. Das Holz kann ich eigentlich schon wieder glatt mitnehmen. Dann haben wir da noch einen Platz frei. So, die Seeds können ja auch gerade rein. Eine Enderperle. Mit animierter Textur, das ist natürlich ganz cool. Ich mag solche Medieval-Musik, also solche mittelalterliche Musik. Finde ich immer ganz schön. Und vor allem, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe ja relativ gute Kopfhörer mit einem relativ guten Audio-Interface. Und da klingt das. Das klingt gerade ehrlich so, als spielt jemand in der Umgebung. Das klingt nicht so, als wäre das direkt auf meinen Ohren, sondern wirklich, als spielt da irgendjemand in der Umgebung ein bisschen auf seiner, was ist das? Zier, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Irgendwie heißt das. Aber ich weiß es nicht. Naja, tut einfach so, als wüsste ich, wie es heißt. Ist jetzt irgendwie blöd. Soll ich hier dann ein großes Fenster reinmachen? Nee, da kommt ja die Schenke hin. Also die Theke. Das heißt, da kommen nur kleine Fenster hin. Hier kommt dann auch relativ wenig hin. Da mache ich dann einfach mal so. Dass da wenig ist. Und dann kommt hier die Tür nach draußen. Das heißt, hier kann man da dann wohl ordentlich... Moment, da könnte man dann eventuell Glasblöcke einbauen. Ja, ich denke, das mache ich. Das mache ich so. Glas habe ich aber nicht gerade im Inventar. Ist natürlich blöd. Aber kann man nicht ändern. So, hier wird dann... Nein, das war falsch. Hier kommt dann fast vollständig zu. Also eigentlich vollständig zu. Und hier kann man dann ein bisschen Panorama-Ausblick haben. Das wäre doch eigentlich auch ganz schön, oder? So an der Kneipe. Ein bisschen Panorama-Blick. Das wäre doch irgendwie ganz nett. So, zack. Das heißt, da muss ich dann einmal hier überall... Ich sollte mir wieder eine Schaufel machen. Moment, da muss einmal hier... Da ist ja Grabbel. Grabbel! Falls wir mal wieder Grabbel brauchen, wissen wir, wo wir was finden. Echt, das ist ja doof. Hier auch und wahrscheinlich hier auch, ne? Ja, in der Tat. So, zack. Dann hat man hier eine Fensterriege.
Das ist doch auch ganz schön. Hier kann man dann eigentlich auch noch ein paar Fenster hinmachen. Da mache ich mir jetzt aber eine Schaufel für. Da habe ich jetzt keine Geduld. Keine Geduld habe ich da. So, hier. Los, Schaufelos. Kann ich mir eigentlich gleich wieder zwei machen. Eisen haben wir ja noch ein bisschen und Holz haben wir auch noch ein bisschen auf Tasche. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. So, dann nochmal neu sortieren. Cobblestone habe ich auch noch ein bisschen. Das reicht vorerst dann auch. Ich muss dann auch mal schauen, womit ich den Boden hier mache. Oh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Die kann ich alle mitnehmen. Ja, jetzt habe ich sie gar nicht mitgenommen. Na, ist ja super. Hat ja hervorragend funktioniert. So, okay. So, dann hat man halt hier so ein kleines Panorama, Ausblick, Fenster und etc. pp. Und Konsorten. Ihr wisst schon, das wird schon, das ist schon irgendwie ganz cool, denke ich. Also ich stelle mir das hier ganz nett vor, so als Umgebung. Ich frage mich halt immer noch, ich weiß noch nicht, welches Holz ich als Inneneinrichtung nehme. Und ich glaube, hier mache ich Stone Slabs tatsächlich hin. Die würden sich hier, denke ich, ganz gut anbieten. Ich probiere es mal einfach aus. Probieren geht über Studieren, wie der Fachmann sagen würde. Wobei tatsächlich Studieren manchmal sicherer ist. Also wenn einem besonders bei gefährlichen Dingen sein Leben lieb ist, dann geht Studieren tatsächlich über Probieren. Aber wenn man zum Beispiel wie in Minecraft unendlich Leben hat, dann kann man auch ruhig mal probieren statt studieren. Ne? So einfach ist das. So, das nehme ich noch mit. Und dann hier habe ich ja noch ein paar Slabs. Zack, zack. Habe ich eigentlich noch eingeschmolzenen Stein? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich meine, ich habe vorhin welchen gesehen, aber ich bin mir mal wieder nicht sicher. Nein, es reicht natürlich nicht. Was hätte ich auch erwartet? Als würde es reichen, ganz ehrlich. Hier kommt dann auch wieder mit weißer Wolle was hin. Das finde ich ganz schön. Dass das diesem Stadtcharakter immer noch ein bisschen gerecht wird. Weil der Stadtcharakter ist ja mit dieser weißen Wolle gebaut. Auch wenn wir hier am Hafen natürlich einen gewissen anderen Stil verfolgen. Ich würde eher gerne so einen Wikinger-Stil haben. Aber dennoch muss ich sagen, dass ich doch ganz gerne ein bisschen Wolle einbinden würde, weil es halt die weiße Stadt ist, ne? Und das ist eigentlich relativ wichtig. Naja, dann war es das eigentlich auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.